Schokoladenaufstrich aufs Frühstücksbrot, ein Kakao am Nachmittag und abends vom Fernseher noch ein Riegel Schoki, machen ja viele. Oder mehrere Riegel. Ja, auch gerne. Oder eine ganze Packung. Alle haben dabei ein schlechtes Gewissen. Ja? Ja. Also fast alle, außer dir natürlich. Du bist wie immer die rühmliche Ausnahme. Und ja, wie schlimm das ist oder vielleicht doch nicht, weiß unsere Gesundheitsreporterin. Das bekannteste Endprodukt von Kakao ist die Schokolade. Die hat nicht den besten Ruf. Zu fett, zu süß und nicht gut für die Gesundheit. Aber stimmt das? Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Neben dem Kakaoanteil kommt es nämlich vor allen Dingen auch auf die Verarbeitung an. Ich will also heute wissen, was steckt wirklich im Kakao und worauf kommt es eigentlich an beim gesunden Naschen? In der richtigen Dosis ist Kakao aber viel besser als sein Ruf. In einer rohen Kakaobohne stecken mehr als 300 Vitalstoffe. Allen voran die sogenannten Polyphenole. Dieser sekundäre Pflanzenstoff soll den Blutdruck senken und unsere Gefäße schützen. Es heißt, das Gesunde steckt in der puren Kakaobohne. Was bleibt aber eigentlich im Fertigprodukt Schokolade nachher übrig? Das will ich hier heute von einem richtigen Kakaoexperten wissen. André Montaldo-Ventsam kreiert eigene Schokoladen und kennt sich bestens aus mit Kakao. Wie wird aus einer Kakaofrucht denn richtige Schokolade eigentlich hergestellt? Ja, das können wir uns mal im Detail angucken. Also ist schon ganz richtig, wir haben hier eine Kakaofrucht. Und aus der Kakaofrucht nimmt man die Kakaobohnen raus, das gucken wir uns gleich an. Und dann kann man eben in verschiedenen Stufen daraus Schokolade herstellen. Dunkle Schokolade, Milchschokolade und weiße Schokolade. Wer dachte, Kakao ist von Anfang an braun, hat sich geirrt. Die Kakaobohnen sind nämlich von Fruchtfleisch umhüllt. Das ist weiß und schmeckt so gar nicht nach Schokolade. So rausnehmen, kann man dann einfach ablutschen. Oh, nur lutschen. Nur lutschen. Ein bisschen süßlich-säuerlich. Der Inhalt der Frucht sieht ja jetzt eigentlich gar nicht aus wie Schokolade. Was muss als nächstes passieren, damit es auch braun wird? Die müssen jetzt noch fermentiert werden. Und während des Fermentierens werden sie schon deutlich dunkler. Und hinterher werden die Kakaobohnen getrocknet. Das können wir hier dann sehen. Das sind jetzt getrocknete Rohkakaobohnen. Die sind jetzt schon dann richtig dunkel. In dem nächsten Schritt würde man die jetzt rösten, ähnlich wie Kaffeebohnen auch. Und dann haben wir hier jetzt die gerösteten und von Hand geschälten ganzen Kakaobohnen, die jetzt auch schön glänzen. Da ist auch viel Kakaobutter drin. Eine Kakaobohne besteht neben farbgebenden Bestandteilen und Mineralstoffen zu 9% aus Zellulose, 5% aus Wasser, 11,5% aus Eiweiß und am allermeisten aus Fett. Stolze 54% Fettgehalt hat eine Kakaobohne. So eine geröstete Kakaobohne sieht ja schon richtig aus wie Schokolade. Die schmeckt aber noch nicht so wie eigentlich im Handel. Oh Gott, die ist sehr, sehr bitter. Kein Wunder, denn rohe Kakaobohnen haben einen sehr hohen Gehalt an Bitterstoffen. Deswegen wird auch ordentlich nachgesüßt, bevor Schokolade daraus entsteht. Bei Stress und Kummer greifen gerade die Frauen immer gerne mal zu einer ganzen Tafel Schokolade. Das kommt vor allen Dingen daher, dass wir in der Kindheit gelernt haben, uns gut zu fühlen, wenn es Schokolade gibt. Also es war eine Art Belohnung. Die Wissenschaft sagt aber auch, dass Serotonin und Dopamin, also zwei Botenstoffe, die Glücksgefühle auslösen, gebildet werden im Körper, wenn man Schokolade isst. Kakao macht nicht nur glücklich, sondern kann auch gesund sein. Julia Kick ist Biologin und analysiert die Kakaobohne ganz genau. Ich muss ja gestehen, dass ich eigentlich tatsächlich jeden Tag Schokolade esse und finde, je heller sie ist, desto leckerer ist sie. Ist das aber gesund? Also je dunkler eine Schokolade ist, desto mehr gesunde Inhaltsstoffe sind da drin, desto mehr Antioxidantien findet man, weil da einfach mehr Kakaopulver drin ist. Und im Kakaopulver sind die gesunden Inhaltsstoffe. In weißer Schokolade hingegen ist gar nichts von dem gesunden Kakaopulver enthalten, sondern nur Kakaobutter. Besser ist also, Sie kaufen Schokolade mit einem hohen Anteil an Kakao. Schmeckt zwar nicht ganz so süß, ist dafür aber gesünder. Man hat ja schon oft gehört, dass wer jeden Tag Schokolade isst oder trinkt, dass es den Cholesterinspiegel senken kann oder auch den Blutdruck. Was ist da dran? Generell geht man davon aus, dass Kakao die Blutgefäße erweitern kann. Und das bedeutet, dass das Blut besser im Körper fließen kann. Die Zirkulation wird besser, das beugt einem Herzinfarkt vor, das fördert die Durchblutung im Gehirn. Und in all diese Richtungen wird im Moment geforscht.
Auch wenn Kakao besser ist als sein Ruf, ist es ungesund, hemmungslos Schokoriegel, Kekse und Desserts in sich reinzuschaufeln. Denn durch die Weiterverarbeitung enthalten sie viel Fett und Zucker. Auch Milchschokolade zerstört die positive Wirkung von Kakao. Studien haben ergeben, dass Milch die Aufnahme von Antioxidantien verhindert. Jetzt kommen wir zu dem Part, auf den ich mich schon die ganze Zeit freue, Schokolade selber machen. Was brauchen wir dafür alles? Ja, also natürlich brauchen wir erstmal Schokolade. Da ist sie jetzt aber noch in einer festen Form und ich habe sie hier aber schon mal geschmolzen. Eine perfekte Konsistenz bekommt Schokolade, wenn feste Stücke untergerührt werden und langsam zerschmelzen. Das Ganze wird dann in eine Form gegossen und kann wie Pizza mit verschiedenen Zutaten belegt werden. Nur in den Ofen muss sie natürlich nicht. Nach 10 Minuten ist die Schokolade fertig. Voila! Form rausnehmen, bisschen wackeln. Zumindest meine eine schon mal. Ja, eine, genau. Toll! Und die andere. Also richtig, richtige Schokolade, meine erste eigene Kreation. Das ist Kakaobutter, das pure Fett aus der Kakaobohne. Und das geht nicht nur auf die Hüften, sondern kann auch richtig gut für die Haut zum Beispiel sein. Kakaobutter ist in Form von Cremes und Lotions erhältlich und versorgt die Haut mit viel Feuchtigkeit. Der zarte Fettfilm macht die Haut besonders geschmeidig. Wer auf Kalorien verzichten will, aber nicht auf den leckeren Geschmack von Schokolade, der sollte mal einen Kakaoschalentee probieren. Der hat nämlich 0 Kalorien. Kakaoschalen für den Tee können Sie im Internet bestellen. Einfach mit heißem Wasser aufgießen und die Aromen entfalten sich. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.